Eigentlich wollte ich nur den Hängematten wieder nehmen. Aber hier ist gerade richtig, richtig was los. Mega! Volle Deckung! Leute, die Natur ist so geil, weil es ist unglaublich. Es ist absolut unglaublich. Mega! Mega! Kacke! Ah! Ich hab irgendwas mega ins Auge gekriegt vom Wind. So, volle Deckung! So, da wir gerade wohl eine kleine Wetterpause haben, möchte ich die doch schnell nutzen, um das Video zu machen für die Hängematte. Und ja, legen wir los. So, als erstes brauche ich natürlich eine Halterung. Da das hier ein Paschpalatka ist, also ein Poncho und keine Hängematte, brauche ich jetzt hier wieder einen sichernden Knoten. Und das natürlich auf beiden Seiten. Dann brauchen wir natürlich die Schnur. Und hier mache ich auch wieder so einen ganz normalen Knoten, der sich hier selber zuziehen kann. So. Hier durch. Und der wird dann nachher gleich noch gegengesichert. Das kommt dann über den Knoten drüber. Dann ziehen wir das Ganze zu. Da, wo wir es brauchen. Und dann wird das hier ganz einfach nochmal gegengesichert. Fertig. So, jetzt kommt eigentlich der wirklich coole Teil. Das Abspannen der Geschichte, und da werde ich euch zeigen, wie das mega einfach geht, indem wir uns einen ganz kleinen Flaschenzug im Grunde herstellen. Ich habe jetzt hier schon das wieder hier festgeknotet. So, da machen wir hier auch einfach nur eine kleine Schlaufe. Seht ihr? Kleine Schlaufe. Das Seil geht hier unten durch. Genau derselbe Knoten, den wir da hinten zur Befestigung benutzt haben. Nehmen wir wieder den Karabiner. Klicken den hier rein und fertig. Jetzt geht das Ganze hier hinten um den Baum herum. Jetzt haben wir ja hier diesen Karabiner drinnen. Da einfach das Seil einmal hier so durch. Und dann drehen wir das Ganze um. Und dann wird das Ganze nur noch da lang gezogen. Seht ihr? Und jetzt könnt ihr das so festspannen, wie ihr wollt. Dann haltet ihr das hier einfach nur fest. Legt das Seil oben drüber, so. Fädelt es einmal hier unten rein, zieht das Ganze hier an, das war's. Ich zeige euch das Ganze nochmal von der Seite, also wird hier einfach festgezogen, festgehalten, eine Schlaufe oben drüber und dann hier zwischen denen wieder durch. Seht ihr? Dann wird es einfach runtergezogen. Fertig. Jetzt könnt ihr das Ganze natürlich nochmal gegensichern, indem ihr den Rest Schnur hier einfach nochmal gegenzieht. Und jetzt könnt ihr hier diese Schlaufe einfach klein machen. Seht ihr? Und jetzt ist das 100% gegengesichert. So, geöffnet wird das Ganze wieder, indem ihr einfach hier an dieser Hauptleine seid. Und dann wird hier einfach dran gezogen. Und obwohl es ja doppelt gesichert ist, zack, zack, alles wieder auf. Guck mal, wie cool das ist. Ja, das Ganze in 1,5 Minuten oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht waren es auch 2. Aber nur, weil ich mir Zeit gelassen habe.
Geil! So, wir gerade zusammenpacken und die Feuerpause scheint vorbei zu sein. Woo! Volle Deckung, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann, ciao, tschüss.